Welche Sternzeichen Frauen ihre Ehemänner häufiger betrügen? Nach Ansicht von Psychologen ist Treue ein so tiefgreifendes und subtiles Konzept, das nicht von der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Sternzeichen abhängt. Astrologen sind sich jedoch sicher, dass das Gegenteil der Fall ist. Wer vom schönen Geschlecht ist am ehesten in der Lage, Gefühlen, Emotionen und flüchtigen Begierden zu erliegen? Der Krebs. Der seltene Fall, dass der letzte Platz einen Menschen färbt. Wenn man auf Ausnahmen von den Regeln keinen Wert legt, dann neigen Rakifrauen absolut nicht zum Ehebruch. Der Anteil dieses Zeichens am gesamten Kessel des Verrats tendiert gegen Null, und zwar sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Sie nehmen das Sakrament der Ehe zu ehrfürchtig wahr, um für eine Affäre alles zu riskieren. Selbst die Möglichkeit einer Urlaubsromanze verlockt treue Frauen nicht. Sie warten immer auf die Gelegenheit, mit ihrem Mann eine Reise zu unternehmen. Löwinnen. Prächtige Katzen haben ein leidenschaftliches Wesen und feste Prinzipien. Sie können anmutig flirten, jedem Mann mit einem Blick auf die Schulterblätter steigen, aber ihre Ehemänner sind geschützt wie ihr Augapfel. Dies ist ein Tribut an ihre eigene Wahl sowie an den Instinkt der Besitzergreifung. Allerdings sollte der Ehepartner auf die anspruchsvolle Natur seiner Herzensdame vorbereitet sein. Liones wird nicht dulden, Schlamperei im Bett und sofort an die Wand gestellt. Diese Frau darf auf keinen Fall enttäuscht werden, sonst zweifelt sie an der Notwendigkeit ihrer Treue. Jungfrauen. Die strengste moralische Route schützt die Jungfrauen vor unvernünftigen Taten. Sie sind in der Lage, von ihrem Mann sehr viel zu ertragen, sogar offene Vorwürfe und Skandale. Das Einzige, was sich die Jungfrau nicht gefallen lassen kann, ist die Manipulation. Wenn der Extrempunkt überschritten ist, bleibt von der Liebe des Erdzeichens keine Spur. Jungfrau geht kalt und ohne Optionen zu einem anderen. Gut, dass die Verehrer dieser Schönheiten immer sehr viel sind. Option mit Ehebruch ist akzeptabel für sie nur im Falle der finanziellen Insolvenz, die sehr selten ist. Daher schließt die Jungfrau die Spitze der treuen Zeichen ab. Widder. Wenn der Widdermann ist in der Lage, Ehebruch fast aus dem ersten Jahr der Ehe, die Frau geht zum Verrat nur in extremen Fällen. Dies ist auf die erstaunliche Ladung des Zeichens zurückzuführen, ein Familiennest zu bauen. Heiße Feuerzeichen dulden normalerweise keine häusliche Routine. Die Widderfrau ist jedoch sogar in der Lage, eine Zeit lang beengte Verhältnisse zu tolerieren, wenn ihr Auserwählter das Paar in die richtige Richtung bewegt. Auf andere Männer wird sie nur im Falle des Verrats ihres eigenen Mannes schauen. Ihr Schock über den Verrat des Letzteren wird so stark sein, dass sie durch ein Dutzend Hände gehen wird, bevor sie sich erholt. Danach wird sie ihn sofort verlassen. Schütze. Eifrige Schützen haben einen angeborenen Durst nach Abenteuern. Im Falle des Verrats wird eine Frau oft von schlichter Neugierde getrieben. Es ist unheimlich, sich das vorzustellen, aber die Versuchsperson für das Experiment kann sogar der beste Freund des Ehemanns sein. Eine solche Entwicklung birgt für einen Mann die Gefahr, dass das Geheimnis schnell gelüftet wird und er seinen engsten Kreis verliert. Aber wenn Schützefrauen aufrichtig in ihren Gatten verliebt sind, verhalten sie sich recht anständig. Sie nehmen sogar eine Zeit lang die unterschiedlichen Temperamente im Bett in Kauf, bis sie das Liebesspiel zum gegenseitigen Ausgleich bringen. Wassermann. Wassermannfrau ist im Prinzip schwer zu bestimmen. Selbst wenn sie einen erfolgreichen Mann geheiratet hat, das bedeutet noch nichts. Sie braucht Zeit, um sich daran zu gewöhnen, um sich selbst als jemand zu erkennen. Wie eine Katze. Und es ist dieser Zeitraum sieht gefährlich für eine neue Zelle der Gesellschaft, weil die Psyche der Wassermänner ist nicht durch Stabilität aus. Charmante Vertreter des Zeichens können sich der Selbsttäuschung bedienen, um sie zu schützen. Überzeugen sie sich, dass Betrug gerechtfertigt ist, und die Liebe wird alles ertragen. Die Hauptsache ist, dass sich diese Periode nicht zu lange hinzieht. Steinbock. Das Geburtselement des Zeichens spricht nur über die Liebe dieser Damen zu irdischen Gütern. Über die Treue darauf ist nicht zu urteilen. Steinbockfrauen versuchen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen und suchen deshalb eine würdige Partei. Anders als die männliche Hälfte des Zeichens konzentrieren sie sich selten auf Karriere oder Geschäft, sondern bevorzugen die Stabilität des Ehepartners. Wenn er sie im Laufe der Zeit finanziell enttäuscht, wird die Suche von neuem beginnen. In dieser Zeit machen die Frauen keine Abstriche, bis hin zum Empfang des potenziellen Favoriten zu Hause. Natürlich in Abwesenheit des aktuellen Ehemannes. Sie werden sich erst scheiden lassen, wenn sie sich bereits sicher sind. Stier. Das sinnlichste Tierkreiszeichen liebt köstliches Essen, teure Kleidung, Inneneinrichtung und Sex. Stierfrauen sind durstig nach Komplimenten und können ihren Verehrern auch leicht ihre Kontaktdaten hinterlassen.
Um diesen Liebling der Venus selbst zu entführen, braucht ein Mann ihr nur ein königliches Geschenk zu machen. Zum Beispiel eine Halskette aus Edelsteinen. Zugang zu der Schatulle mit ihren Schmuckstücken hat nur sie selbst, und daher ist es unwahrscheinlich, dass der Ehemann sie jemals zu Gesicht bekommt. Aber der Verehrer wird die Chance bekommen, das Allerheiligste zu betreten, die Gemächer einer luxuriösen und liebevollen Dame. Und dann hängt alles vom Zusammentreffen der sexuellen Temperamente ab. Die Ausnahme sind nur jene Frauen, die bereits Kinder haben. Verschiebung von der gezwungenen Ort in diesem Fall werden sie sehr schwierig sein. Fische. Für Frauenfische wichtiges Vertrauen in ihren Partner. Wenn sie nicht das Gefühl, eine monolithische Fatum in den Schultern des Ehegatten, dann kann er nicht auf Treue zählen. Damen finden es schwierig, die verbotene Frucht zu widerstehen, wenn die Augen der anderen ein vielversprechendes Abenteuer versprechen. In diesem Fall werden sie keine Gewissensbisse empfinden. Ehemann selbst schuld, dass er aufgehört, seine männliche Haltung zu beobachten, zeigte in einigen Episoden der Schwäche. Zur gleichen Zeit betrügen Fische wird ziemlich sorglos sein, fast ohne Angst vor der Öffentlichkeit. Ziemlich schnell führt das zur Entlarvung. Bleiben Sie treu zu Ihrem Mann. Fische können nur nach einer Reihe von Tests für ihn. Wenn der Mann besteht alle Prüfungen auf ausgezeichnete, nur in diesem Fall wird die Frau zu beruhigen und erkennen, dass sie endlich ihr Glück gefunden hat. Waage. Die Sensibilität des Luftzeichens führt oft zu heißen Situationen. Es ist leicht, das Interesse einer Waagefrau zu wecken. Es genügt, ihr ein mutiges Kompliment ins Ohr zu flüstern oder sie sanft unter den Arm zu nehmen. Waage ist von Natur aus extrem getrieben, gewohnt, passiv auf jemanden zu warten, um ihre Harmonie auszugleichen. Und während der Ehepartner durch seine Arbeit abgelenkt ist und nicht umgeben seine Frau mit voller Sorgfalt, sie hat Spaß. Das dynamische Zeichen findet leicht Abenteuer auf seinem Hintern. Nur absolute Kontrolle und Liebesdiät können ihre emotionalen Impulse stoppen. Skorpione. Skorpione sind unmöglich zu verstehen, sie lieben entweder von ganzem Herzen oder sie hassen genauso sehr. Trisenzeichen eignet sich nicht für rationale Logik. Darüber hinaus verstecken ihre Abenteuer Frauen extrem sorgfältig. Möglicherweise sogar die Option einer mehrjährigen Verbindung auf der Seite, unter der Nase von ihrem Mann. Geheimnisvoll und sexy, manipulieren Skorpione Männer auf der Stelle. Sie werden von dem Wunsch getrieben, etwas Neues auszuprobieren, zu probieren. Dabei steht das Geld nicht an letzter Stelle. Frauen stimmen einem Ehebruch nur an einem wirklich luxuriösen Ort zu. Und es gibt nichts, was die Frauen von diesem Zeichen der verräterischen Tat abhalten könnte. Es sei denn, selbstlose Liebe für den eigenen Ehepartner, was ziemlich selten ist. Zwillinge. Hier sind die Champions. Die windigsten Individuen des Tierkreises. Für sie ist es absolut kein Problem, mit der ersten Person zu schlafen, die sie treffen. Nur wenn keine Bekannten in der Nähe sind und der Mann gut riecht. Sie haben das Konzept der Scham oder des Gewissens in der Kindheit vergessen, als sie davon überzeugt wurden, dass auch Erwachsene lügen. Bewegen Zwillinge wird die übliche Notwendigkeit für Sex, Durst zu beherrschen imposante gut aussehend sein. Sie behandeln dieses Leben als ein Spiel, regelmäßig Wetten abzuschließen. Und der Ehepartner muss ständig den Koeffizienten erhöhen, um seine Herzensdame nicht zu verpassen. Viele Ehemänner halten ein solches Rennen nicht aus, geben nach der ersten Runde auf. Deshalb sind die Zwillinge auch die Spitzenreiter in der Scheidungsquote.